Hallöchen, schön, dass du wieder da bist zu meinem neuen Video. Heute reagiere ich wieder mal halb auf ein Video. Und zwar von Pocket Hazel. Hallo Leute, hier ist Hazel. Das Video kam erst vor ein paar Tagen raus. Heute zeige ich euch, wie man im Asia-Supermarkt einkaufen geht. Ich habe das gesehen und dachte mir sofort, geil, genau das will ich auch einkaufen und probieren. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, dir ein Video über Einkauf im Asia-Supermarkt zu machen. Deswegen hat sich das jetzt optimal angeboten. Denn Asia-Supermärkte können für den einen oder anderen hochkompliziert rüberkommen. Es gibt viele Produkte, viele Gerüche und viele Sprachen. Ich war shoppen im Asia-Supermarkt und ich war auch bei Go Asia. Ich war in München bei einem großen. Aber wir können uns ja mal da zusammen durchstöbern. Bin erfolgreich mit einigen Dingen jetzt nach Hause gekommen. Ich mache ein bisschen eine andere Reihenfolge wie im Originalvideo. Wenn ihr das übrigens sehen wollt, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich starte jetzt als erstes mal mit den Getränken. Für eines habe ich mir nämlich Wasser heiß gemacht. Und bevor das kalt wird, glaube ich, testen wir das mal gleich. Jutsu-Tee ist wohl in Korea, glaube ich, so ein Ding. Ich habe das noch nie gehört, noch nie probiert. Ich bin echt sehr gespannt. Das soll ein Orangentee, glaube ich, sein, mit Orangenstückchen bzw. Schale drin und auch noch leicht bitter, hat Hazel das in ihrem Video beschrieben. Es riecht einfach wie Orangenmarmelade. Dann gebe ich jetzt einfach mal einen Löffel in das Glas mit heißem Wasser. Hier unten seht ihr auch die Stückchen drin schwimmen. Süß, orangig, auch ein bisschen bitter. Ganz lecker. Also es ist ganz gut. Ich werde es, glaube ich, auch austrinken. Aber es ist jetzt nichts, das ich immer zu Hause haben muss, glaube ich, zukünftig. Dann kommen wir zu einer kalten Geschichte. Wir kommen jetzt zu Eistee. Eistee im Tetrapack. Habe ich schon echt wahnsinnig lang nicht mehr getrunken. Und der soll wirklich richtig teeig sein. Und ich glaube, das ist ein japanischer Eistee. Mal schauen, wie der schmeckt. Boah, ich habe echt schon ewig keinen Tetrapack mehr gekauft. Und da haben sie jetzt ja Papierstrohhalme. Das ist cool. Aber es ist halt immer noch trotzdem ein Tetrapack. Und hier hinten ist auch noch Plastik dran. Ob da der Strohhalm zu entscheiden war, who knows. Moment der Wahrheit. Also es ist nicht so süß, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber irgendwie erinnert es mich so ein bisschen mit dem künstlichen Zitronengeschmack an so Putzmittel. Aber wenn man das ausblenden kann. Aber ich glaube, den werde ich auch nicht nochmal kaufen. Für mich kein Must-Have. Wobei ich die Packung eigentlich ganz schön finde. So ein bisschen retro. Habt ihr den schon mal probiert? Oder etwas davon? Schreibt mal. Okay, nächstes Getränk. Kokosnusswasser oder Saft. Ich glaube, die Marke gibt es in wirklich fast allen asiatischen Supermärkten hier in Deutschland. Ich habe letztens Litchi probiert und auch geröstete Kokosnuss. Also ich stehe einfach wahnsinnig auf Litchi und bei gerösteter Kokosnuss wollte ich einfach mal testen, wie das so ist. Heute gibt es klassisch Kokosnuss, wie Hazel das empfiehlt. Hier sind ja auch Stückchen drin. Das werde ich mir jetzt auch mal anschauen. Und hier sind sie. Also ich mag das ja total gerne, so Stückchen im Essen, dass man Stückchen im Getränk, dass man das so ein bisschen kauen kann dazwischen. Ich kaue ja auch Joghurtdrinks. Es riecht sehr dezent kokosnussig. Also ich vermute, das ist schon gut. Und das ist auch ein Anwärter von den Getränken, den ich mir definitiv wieder kaufen werde und mich auch durch das ganze Sortiment irgendwann probieren werde. Aber mal schauen, wie der jetzt ist. Echt gut. Ich mag zurzeit Kokosnuss sehr gern. Mag ich phasenweise mal nicht und mal schon. Zurzeit schon. Ich mag den Geschmack und das Beißen. Das gefällt mir. Was ist drinnen? Junge Kokosnuss zu 80%. Wasser, Zucker und eben Kokosnusspüree. Und dann noch E330. Ja, also nicht so viele Zutaten. Passt schon. Chill and shake well for better flavor. Das ist ungekühlt auch gut. Also das Kokosnussgetränk ist definitiv mein Favorit unter diesen Getränken. Jetzt kommen wir zu den Snacks. Und hier habe ich 3 bzw. 4 Dinge. 2 herzhafte und 2 süße Dinge. Und zwar haben wir hier Chips in, oder keine Ahnung, Flips. Irgendwelche Cracker mit Shrimp-Geschmack. Auch die ganz großen YouTuber haben die schon getestet und für
nicht so gut befunden. Mal schauen, wie es bei mir jetzt ist. Ich werde es auf jeden Fall, das kann ich schon mal spoilern, nicht ausspucken, sondern aufessen. Hazel steht ja wohl auf die. Sie ist ja Kindheit, oder? Wow, der Duft ist schon mal ziemlich heftig. Ich habe das nicht erwartet. Auch mal riechen? Der Geruch und der Geschmack passt gar nicht zusammen für mich. Die riechen echt krass und schmecken aber echt gut. Wirklich gut. Mhm. Also die kann man definitiv mal probieren. Mhm. Dann kommen wir zu Chips, die ich noch nie probiert habe. Und zwar sind das Chips mit Algengeschmack. Das ist wohl auch ein großes Ding. Seaweed Flavor. Keine Ahnung. Ich werde nicht lange rumquatschen. Ich probiere sie jetzt einfach mal. Riechen ganz gut. Was halte ich davon? Irgendwie sind sie ganz gut. Haben einfach was so von diesen Salz-Pfeffer-Chips ein bisschen. Aber doch kommt dann ab und zu wieder der Algengeschmack durch. Mal ganz cool zum Probieren und Testen. Aber ich glaube, die würde ich mir nicht mehr kaufen. Im Vergleich zu denen, die würde ich mir schon mal wieder kaufen. Die sind nicht ganz mein Geschmack. Ich werde sie schon snacken. Aber es ist, glaube ich, jetzt zukünftig nicht immer meine erste Wahl. Lustig. Fischige Chips. Kommen wir jetzt zu den wirklich heftigen Dingen. Und zwar habe ich Kimchi gekauft. Die liebe Hazel sagt ja, dass sie einen Kimchi von Berliner Hersteller gefunden hat und das kauft sie. Und sowas gibt es hier in München auch. Ich habe mich jetzt für diese vegane Variante entschieden und scharf. Es ist ohne tierische Produkte, Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe. Ich kann den nicht so wahnsinnig gut scharf essen. Deswegen mal schauen, wie das jetzt so ist. Es ist relativ regional, also es ist aus Essen. Ein Kimchi habe ich mich auch schon mal versucht. Ich verlinke euch das Video hier oben. Da habe ich selbst gemacht und euch da ein bisschen mitgenommen auf die Reise in einem kleinen Video. Und aber auch dann noch im Vergleich verkostet zu gekauftem Kimchi. Heute die Luxusvariante. Ich finde es sehr praktisch, dass es in so einem Glas ist. Vielleicht riecht der ganze Kühlschrank da nicht so extrem. Ich mache jetzt einfach mal auf und teste das auch so kalt. Okay, da geht's gleich ordentlich ab. Riecht ganz gut, richtig nach Chili. Oh, ich habe jetzt schon Bock auf Kimchi. Gleich mal das Blubberzeug hier testen. Ich hoffe echt, dass es nicht so scharf, sonst wäre es gleich super peinlich. Ich habe Kimchi an der Backe. Also es ist schon scharf, für mich jetzt als Nicht-Scharf-Esserin. Ich finde es echt gut. Ich werde das jetzt nicht ständig kaufen, denn so ein Gläschen kostet auch 5 Euro. Aber es ist echt gut. Und ich werde es aber definitiv auch nochmal selbst testen zu machen. Also Kimchi, check. Auf jeden Fall probieren. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Produkten. Daraus werde ich gleich jetzt noch eine Kleinigkeit kochen. Und zwar habe ich Wasserspinat gekauft. So sieht der aus. Ich vermute, der ist wirklich lecker und er wird mir schmecken. Als erstes jetzt mal der Wasserspinat roh. Ich bin mir sicher, den kann man roh essen und das werde ich jetzt mal probieren. Super, super dezent im Geschmack. Ich weiß nicht, ob ihr Pak Choi kennt. So ein bisschen Chinakohl-Mangold-mäßig. Und der schmeckt genauso, nur viel milder. Aber das Blatt schmeckt intensiver als der Stiel. Lecker. Auch so roh im Salat in feinen Streifen kann ich mir das durchaus vorstellen. Bin gespannt, wie es jetzt gebraten ist. Und den bereiten wir zu mit Sesamöl und Knoblauch und etwas Fischsoße. Ich habe mir jetzt mal nur diese ganz winzige Flasche gekauft, weil da bin ich mir noch nicht sicher. Und wenn mir es nicht so gut schmecken sollte, dann habe ich nicht so eine Riesenflasche da. Und dann will ich gleich mal dran riechen. Oh, ja, fischig. Krass. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ja, das bereite ich jetzt zu. Natürlich in meinem Reiskocher. Ich habe zwar keinen Jasminreis, sondern Basmati-Reis, aber den mag ich eben am liebsten. Reiskocher ist ein super Ding. Kann ich auch jedem empfehlen. Auch wenn ich nicht die größte Reisliebhaberin bin. Mit Reiskocher ist der Reis einfach sehr viel besser. Jetzt brate ich mal das Ganze an, wie gesagt. Sesamöl, Knoblauch und dann der Spinat rein und mit Fischsoße verfeinern. Ich werde noch eine Prise Salz dazugeben und ein bisschen, ja, ganz original asiatisch, Umami. Umami, du denkst dir jetzt, Geschmacksverstärker? Nee, macht das wirklich? Und ja, mache ich. Auch dazu habe ich mal ein Video gedreht, schau dir das gerne an. Die Fischsoße ist echt
unglaublich. Also es bringt einen ganz, ganz eigenen Geschmack rein, schmeckt schon intensiv und es wird jetzt nicht das neue Must-Have in meiner Küche, beziehungsweise für asiatische Gerichte, aber es ist schon wirklich mal gut und wenn du Fisch magst, dann empfehle ich dir absolut, das auch mal zu testen. Wie gesagt, kein Must-Have, aber bringt mal einen ganz neuen Kick rein. Ganz geil. So, Hauptgang ist gegessen. Jetzt kommt noch die Nachspeise. Mein letztes aus Hazels Video ist hier Mochi-Eis. Ja, es war total gehypt. Ich glaube, mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen am Abflachen. Ich denke, dieser Mochi-Eis-Trend sollte jetzt bei jedem angekommen sein. Selbst ich habe davon schon gehört. Und ich bin zwar auf Instagram und YouTube hier aktiv, aber nicht auf TikTok. Und ja, selbst ich habe das nicht verpasst. Also, das werden wir jetzt mal testen. Ich habe mir auch Hazels Lieblingssorte hier gekauft. Black Sesam. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt gleich verpackt ist. Okay, ich habe gehofft, es ist nicht einzeln verpackt, aber doch. So leider, dass mir im Asia-Supermarkt schon so oft aufgefallen ist. Leider so viel Plastik. Alles ist einzeln oder vieles einzeln verpackt. Schade. Das sind super kleine Eishäppchen. Also die Größe gefällt mir eigentlich schon mal. Okay, ich habe es ein bisschen zerquetscht. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem liegt. Ich glaube, es ist ein bisschen angetaut. Ich glaube, es ist normal wirklich fest und nicht so matschig. Ich habe jetzt trotzdem Bock drauf. Hier außenrum ist so eine Haut und innen kommt dann hier das Eis wirklich. Ein schwarzer Sesam. Das ist echt geil. Also das ist echt gut. Wie viele sind da drinnen? 6 Stück. Ich finde, schwarzer Sesam schmeckt wie Mohn. Das schmeckt mir schon sehr gut. Hazel sagt ja in ihrem Video, sie mag das, dass diese Mochi-Haut, dieses klebrige außenrum, so dünn ist. Ich habe mir jetzt zum Vergleich nochmal richtige Mochi gekauft. Ich habe mir jetzt einfach so ein gemischtes Paket gekauft. Aber ich werde hier jetzt auch den schwarzen Sesam probieren. Da ist noch Red Bean und Peanut drin. Mal schauen, wie viel Müll das ist. Einiges auch. Das ist Sesam. Ich mag ja eigentlich dieses klebrige, teigige außenrum schon gerne. Und Sesam auch. So sieht es innen aus, wenn man noch nicht an der Füllung ist. Ich glaube, der Teig ist aus Tapioca gemacht. Nee, Klebreispulver. Und jetzt kommt die Füllung. Also hier ist wenig Füllung und eben viel von diesem klebrigen Reis außenrum. Also ich mag die Konsistenz schon irgendwie gern. Ich finde das schon ganz geil, so weich. Und hier schmeckt es nicht mehr so krass nach Mohn, wie das Eis vorhin. Ich hoffe, dieses Video hat dir wieder gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, mich so durch den Asia-Supermarkt zu probieren und Neues auszuprobieren und auch mit ein bisschen Anleitung. Ich hoffe, meine Sicht der Dinge hat dir vielleicht ein bisschen weitergeholfen. Und ja, du kannst so entscheiden, was du vielleicht mal probieren willst, in welche Richtung. Ob zum Beispiel Algengeschmack-Chips was für dich sind oder doch eher die Gemüseabteilung deins ist. Ich werde auf jeden Fall noch viele Experimente starten und mich darauf einlassen im Asia-Supermarkt. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Folg mir auf Instagram für mehr Behind the Scenes und schau dir jetzt hier das Video oder das doch noch weiter an. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Abonnier gern und wir sehen uns nächsten Mittwoch um 18 Uhr wieder. Und übrigens, ich habe eine Online-Kochschule gegründet. Dort zeige ich dir, wie du kochen lernst wie ein Profi und das ganz ohne Rezept. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Homepage vorbei. Link ist unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Ciao.